Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema heute ist das Auge, und zwar Verschwommensehen, das plötzliche Verschwommensehen. Und als Experten haben wir Herrn Professor Albert Augustin. Er ist Direktor der Klinik für Augenheilkunde an dem Städtischen Klinikum in Karlsruhe. Professor Augustin, herzlich willkommen. Was sind denn die Ursachen für verschwommenes Sehen? Also da gibt es natürlich mannigfaltige Ursachen. Tausende sozusagen internistische Ursachen, Ursachen, die direkt natürlich mit dem Auge zu tun haben. Die internistischen Ursachen wollen wir, glaube ich, jetzt nicht im Detail besprechen. Richtig. Diabetische Augenerkrankung wäre internistisch und Augenheilkunde. Da kann sich eine Netzhautablösung dahinter verbergen. Es kann eine Durchblutungsstörung sein, also wirklich zahlreiche Ursachen, die dringend natürlich einen Besuch beim Augenarzt erforderlich machen, damit der weiter gucken kann und das Ganze eingrenzen kann. Ist es ein Symptom, das immer nur auf ein Auge zu beziehen ist oder auch auf beide Augen? Das ist eine beliebte Prüfungsfrage. Manchmal gibt es das beidseits. Das ist schon in gewisser Weise eine Eingrenzung, bei Diabetes häufig beidseits. Durchblutungsstörungen eher einseitig und andere Ursachen wie zum Beispiel Hornhautrübungen, die es ja beim akuten Glaukom zum Beispiel gibt, wären auch eher einseitig vorhanden und zu finden. Insofern auch da muss der Augenarzt genau gucken und dann wird er schon rauskriegen. Wann muss der Patient direkt zum Augenarzt gehen? Also ich würde sagen, wenn ich plötzlich irgendwie schlechter sehe, dann sollte ich auch ganz plötzlich, sprich schnell, den Augenarzt aufsuchen. Ist das auch mit Schmerzen verbunden? Kann sein. Beispielsweise beim akuten Engwinkelglaukom geht der Augeninnendruck manchmal in schwindelnde Höhen. Das tut richtig weh. Die Patienten haben richtig schwere Schmerzen, geht manchmal bis zu Erbrechen. Deshalb sind die Patienten, glaube ich, oder man muss die Patienten gar nicht mit einem Ratschlag versehen. Die gehen von alleine zum Arzt ganz schnell. Gibt es denn Menschen, die direkt zu Ihnen kommen in die Notaufnahme damit? Natürlich, ja, ganz häufig. Und wie viel Prozent davon sind wirklich Augenerkrankungen und wie viel davon sind neurologischer Art? Also ich würde sagen, dass schon größer 90% Augenerkrankungen sind und die neurologischen Erkrankungen eher in der deutlichen Minderzahl sind. Was machen Sie dann mit dem Patienten? Wir machen erst eine Untersuchung des Vorderen, also erst bestimmen wir die Sehschärfe. Das ist natürlich ganz wichtig, um rauszukriegen, ob die Sehschärfe drastisch reduziert ist oder nur ein bisschen. Dann untersuchen wir den vorderen Augenabschnitt. Routinemäßig wird natürlich auch immer der Augeninnendruck gemessen und wenn notwendig, wird die Pupille erweitert. Nun gibt es ja auch so Erkrankungen, die so ein bisschen schwierig sind zu erkennen. Zum Beispiel den Augeninfarkt, vor dem wir ja alle große Sorgen haben. Das heißt, das beginnt ja auch mit verschwommenen Sehen oder mit dem plötzlichen Visusverlust. Oder, genau, verschwommen Sehen oder plötzlicher Visusverlust. Und der Augeninfarkt, der ist eigentlich gut zu sehen. Da muss man nicht mal die Pupille erweitern, wenn man halbwegs Erfahrung hat. Das sieht man sogar durch die enge Pupille. Das ist doch ein ophthalmologischer Notfall. Absolut, ja. In welcher Zeit können Sie das Auge noch retten? Eigentlich ist das Auge nicht mehr zu retten, weil die Netzhaut nach 5 Minuten schon irreversibel zerstört ist. Mhm. Das heißt, wir tun natürlich alles, um, wenn wir einen Thrombus identifizieren können, um den nach peripher zu schwemmen, damit zentral noch ein bisschen Durchblutung vorhanden bleibt. Manchmal gelingt es auch, da ein bisschen was zurückzuholen, wenn die Patienten ganz, ganz schnell kommen. Diese goldene Regel, 5 Minuten, gilt eben nur für den völligen Stopp der Durchblutung, was ja nicht immer der Fall ist. Manchmal ist ja so ein bisschen Restdurchblutung da und dann sind diese Notfallmaßnahmen schon sinnvoll. Deswegen ist das keine goldene Regel, 5 Minuten und dann braucht man nichts mehr zu tun, sondern man macht auf jeden Fall diese Standard-Notfallmaßnahmen, man vollzieht sie und zwar möglichst schnell. Wovor ich ja persönlich immer große Sorge habe, ist die Netzhautablösung. Ja. Das ist ja auch so ein Notfall. Wie äußert sich die denn? Die Netzhautablösung kann ganz, ganz viele Symptome machen. Von verschwommenen Sehen bis zu eine Mauer steigt auf, ein Vorhang fällt oder es bilden sich Scheuklappen. Oder man sieht einfach nur einen Rußregen. Beginn einer Netzhautablösung durch den Riss
der letztlich die Ursache für die Netzhautablösung ist, kommt es zu einer Ausschwemmung von zellulärem Material in den Glaskörperraum und das äußert sich in Form von Rußregen, also ganz, ganz viele Ursachen. Bis zu welchem Zeitpunkt können Sie das noch reparieren? Das kann man eigentlich jederzeit reparieren. Die Netzhaut hat eine enorme Regenerationsfähigkeit. Also da sind selbst bei abgelöster Makula noch Sehschärfen bis 100% drin, wenn man die schnell operiert. Herr Professor Augustin, vielen Dank für die exzellenten Ausführungen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen, auch das Auge kann gerettet werden, wenn man plötzlich einen Visusverlust hat. Sie können uns gerne abonnieren über YouTube. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.